Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Scum. Ich bin Flex, freut mich wie immer sehr, dass ihr mit dabei seid. Ja, Lieben, auf geht's zu unserer weihnachtlich-winterlichen Motorradtour. Weiter auf der Suche natürlich nach Christbaumkugeln und jetzt nach dem Update natürlich aber auch auf der Suche nach dem neuen Motorrad, dem Cruiser. Ja, von euch kamen auf jeden Fall auch ganz viele Infos rein und Tipps dazu, wo ihr überall Christbaumkugeln gefunden habt. Tatsächlich einfach, ja, überall. Ihr habt geschrieben, in den Müllcontainern an Militärbasen, in den einfachen kleinen Müllhaufen, in normalen Wohnhäusern, in Garagen, natürlich auch in den Geschäften, in Autowracks. Also tatsächlich einfach überall. Und wir hatten letzte Folge dann ganz offensichtlich ein wenig Pech, gar nichts zu finden. Ich habe offscreen auch noch ein bisschen gesucht, bin schon ein bisschen rumgefahren mit dem Motorrad. Ich habe zumindest mal eine Christbaumkugel gefunden, auch in der Garage, lag offen, einfach da rum, musste ich nicht durchsuchen, da konnte ich einfach so mitnehmen. Auch schön auffällig, eine rote. Jetzt haben wir zumindest schon mal eine Christbaumkugel als Ausbeute, zwei Geschenkpapierrollen und so eine kleine Pappschachtel. Gucken wir mal, jetzt sind wir heute und morgen auch erstmal ganz standesgemäß in voller Weihnachtsmontur unterwegs, weil ich es einfach witzig und passend finde. Und auch da ist ein bisschen Taschenplatz, also Verbandmaterial können wir mitnehmen. Und wir haben letzte Folge schon zumindest ein richtiges Weihnachtsgeschenk sogar gefunden, nämlich die Militärköcher. Ganze Staffel gesucht, letzte Folge gefunden. Also Munition haben wir auch genug dabei. Und vor allem die haben wir auch gefunden. Also wir haben ja doch schon so ein paar Schätze gefunden. Eben, oh wei. Nur eben noch keine Christbaumkugeln. Dafür haben wir schon wieder Zombie-Horde vor der Tür hier. Auf geht's, wir sind ja noch nicht der beste Motorradfahren. Kann sein, dass uns das zwischendurch auch mal absäuft hier. Erstmal schön Bogen fahren, gucken, dass wir nicht im Dorf so viele auch noch haben. Und wenn doch, müssen wir schauen. Wie gesagt, hier will ich erstmal ein bisschen jetzt nur grob durchgucken. Hier können wir auf dem Rückweg noch ein bisschen durchschauen. Dass wir jetzt erstmal die Garagen mitnehmen. Auf jeden Fall dann Müllcontainer und die Müllhaufen und so weiter, dass wir da reingucken. Schrottautos, wenn wir die sehen. Und auf jeden Fall natürlich die Augen offen halten nach Fahrzeugspawnpunkten. Ich meine, hier in dem Dorf gab es auch sogar Fahrzeugspawnpunkte. Einer müsste hier vorne sein, am Eingang, und einer am Dorfausgang hinten. Jetzt gucken wir aber erstmal, dass wir nicht so viel Krach machen. Zieht es auch schon wieder so zu, dass es aussieht, als wenn es spät wird, aber es ist noch nicht so. Wir hatten ja den Tag gerade erst angefangen. Und so viel Zeit habe ich offscreen auch nicht verbracht. Nur ein bisschen rumgefahren, halt ein bisschen geguckt. Weil ich will die Sachen ja schon mit euch zusammenfinden. So, nachdem die ganzen Infos dann auch von euch reinkamen, wo ihr überall was gefunden habt. Müssen wir einfach nur gucken jetzt hier. Im schlimmsten Fall müssen wir eben dann doch halt irgendwie mogeln, wobei das möchte ich ja so wirklich ungern. Lecker Blaubeeren für den Weihnachtsmann. Die nimmt er doch glatt mit. So, schön gucken wir. Meine lag auch einfach so hier im Regal, die ich gefunden habe, die eine einsame. Und die wurde mir aber auch im Inventar angezeigt, als ich geguckt habe. Also so, mich hätte sie auch so nicht übersehen können. So, hier haben wir das durch. Hier gucken wir jetzt erstmal nur so ein bisschen grob. Dann fahren wir erstmal weiter, dass wir noch an ein paar neuen Spots vorbeikommen. So, der Weihnachtsmann ist da. Kommt mal ein bisschen ungewohnt durch die Tür und nicht durch den Schornstein. Aber hier im Haus ist auch keiner dran. Willst du machen? So. Kann ich sagen, wir müssen jetzt müssen wir einfach was finden. Ansonsten Disziplin jetzt beim Suchen, nichts mitnehmen. Wir versuchen zusammenzureißen. Nur wenn wir wirklich was finden, was wir noch nie gefunden haben. Vielleicht dann kann ich natürlich nicht widerstehen bei ganz neuen Sachen. Ansonsten schon mit ein bisschen Disziplin jetzt hier mal gucken. So, hier haben wir Müllcontainer. Stehen jetzt auch weit oben auf meiner Liste natürlich, nachdem ihr geschrieben habt. Müllcontainer waren auf jeden Fall für euch ein Fundort für eine Christbaumkugel. So, können wir die hier einzeln? Das ist alles ein Haufen. Okay. Dann hier. Da ist eine Weihnachtskugel drin, Leute. Ich drehe durch. Die ist zwar schon ziemlich runter. Kann man die vielleicht irgendwie noch wieder frisch machen? Okay. Weil die andere, die ich gefunden habe, war top. 100%. Eine ganze. Und die erste, die wir gefunden haben, weiß ich auch noch. Die war auch komplett glänzend neu. Aber egal, da haben wir eine. Wie cool. Es geht los. Es geht los. Wir finden Sachen zum Sachen machen. Sehr gut. Okay. Ah, wie cool. Da wird letzte Folge wirklich einfach mal grobes Pech, dass wir wirklich gar nichts gefunden haben. Würde ich sagen. Mal gucken, wie es weitergeht. Oh, sehr cool. Sehr cool. Aber ihr habt auch geschrieben, dass, also einige von euch haben auch geschrieben, dass also das Weihnachts-Event gab es wohl letztes Mal auch schon. Also es gab es ja schon seit einiger Zeit draußen, jetzt schon seit einigen Jahren, glaube ich sogar, jetzt mittlerweile. Und das heißt, das Weihnachts-Event gab es schon mal und da gab es auch schon mal Geschenke irgendwie. Und da kriegt man tatsächlich dann einfach tatsächlich irgendwie ein Päckchen in seine Basis.
Und es gibt wohl Waffen, und zwar ganz besondere, die man dann kriegen kann. Und zwar wirklich dann einfach, hängt davon ab, ob man seine Basis dann irgendwie dekoriert und dann eben der Flaggenspot, irgendwie die Flagge ist halt so ein bisschen der Bereich halt, und da wird dann irgendwo das Geschenk halt eventuell dann abgestellt. So lustig und so gut und auch richtiger Grund, seine Basis zu dekorieren auch. Echt, echt cool. Macht die Schatzsuche gleich nochmal doppelt gut, die Schatzsuche nach Weihnachtsschmuck. Und wir müssen aber auch echt viel davon finden, weil ich will auf jeden Fall mehrere Weihnachtsbäume aufstellen können, habe ich schon gesagt, weil einer alleine reicht nicht. Weil wir sonst keine Lichterketten groß haben und die anderen Sachen auch nicht so viel Licht machen. Und die Bäume machen so ein bisschen Licht wenigstens, dass wir irgendwie Beleuchtung reinkriegen. So, sehr schön. Das ganze Dorf scheint leer zu sein. Dafür war da unten auch eine riesige Zombie. Und da habe ich gesagt, okay, nein. Wo ich es gerade anspreche, ist natürlich... Ah, nee. Du wolltest doch gerade jetzt nicht den Weihnachtsmann hauen, oder? Ich glaube wohl. Ja, ultra unartig. So. Und eine Kerze. Das ist unsere vierte, glaube ich, die wir die ganze Zeit gesucht haben. Aber jetzt ist es auch ein bisschen spät. Aber egal, Kerze können wir trotzdem immer brauchen. Kann man immer anmachen. So, auf jeden Fall auch auf den Boden gucken hier. Kann sein, dass hier auch wieder eine irgendwo auf dem Schrank liegt. Aber eine haben wir schon. Jetzt haben wir schon zwei. Und eine dritte haben wir ja eigentlich auch schon. Die müssen wir irgendwie noch... Wie muss ich die noch offscreen versuchen abzuholen? Aber wir haben halt auch nicht mehr viel Zeit. Wir müssen die Basis eigentlich heute schon anfangen zu dekorieren irgendwie. Die ersten Sachen aufzustellen. So. Jetzt fangen wir doch schon an. Die gucken wir doch durch alle Gebäude. Aber jetzt auch die erste schon dabei war hier. Jetzt müssen wir doch ein bisschen genauer nochmal hingucken in dem Dorf. Und wir können auf dem Rückweg auch nochmal durchgucken. Das ist dann auch nicht so schlimm. So, hier auch immer schön gucken. Stehen ja auch oft Sachen auf dem Tisch hier. Weil ich glaube, jetzt zum Beispiel im Kühlschrank oder Mikrowelle wird wohl keine drin sein. Da finden wir dann doch eher Vorräte. Da ist auch nicht manchmal in den Badezimmern auch so kleine Müllhaufen drin. Hier die Kisten auch auf jeden Fall. Das da, cool, wie cool! Wie cool das Thermometer! Kann man das irgendwie ausrüsten? Einfach so, nee, ne? In Schnellzugriff. Aber man kann so... Oh, wie cool! Das haben wir. Das ist natürlich auch ein super cooler Fund. Können wir gleich mal drauf gucken. So, jetzt haben wir... Jetzt fängt es erst an zu... Ah, man muss erst in Hand halten. Ja, wie warm haben wir es denn jetzt? Oder wie kalt? 10 Grad? 9 Grad? Sowas in dem Dreh? Ne? Ja... 39 Grad Fahrenheit oder eben so ungefähr 9 Grad Celsius. Geht doch noch 9 Grad. Müsste der Schnee eigentlich schon schmelzen bei 9 Grad. Wie cool! Da haben wir irgendwo eine Tasche, wo wir das dauerhaft parken können. Es kommt erstmal in die Jackentasche, damit der Rucksack Platz frei ist. Kriegt der Weihnachtsmann hier sein Thermometer in die Jackentasche. So, sehr cool. Okay, auch schon mal ein super Fund. Wir finden auch so Schätze. Weihnachtsgeschenke. Hallo. Jemand zu Hause im großen Haus? Hier habe ich auf einmal auch so ein Weihnachtsgefühl gerade. Feuerzeug nehmen wir auch schon mal mit. Irgendwie. Als wenn hier das nächste Geschenk warten könnte. Sag mal her. Bisschen Geld. Noch nicht. Das wird auf unserem PvE-Server dann interessant. Mal gucken, wenn dann die NPC-Händler reinkommen, dann so oder so, aber vielleicht nicht, dann wird es auch so. Obwohl, auch wenn es NPC-Händler gibt, kann es trotzdem noch Spielerhändler geben, die dann andere Sachen anbieten und auch vielleicht zu anderen Preisen anbieten. Das ist ja trotzdem alles möglich. Wir haben eine Christbaumkugel gefunden. Diesen bewölkten Tag, so, wo war das Geschäft jetzt hier? Wir holen erstmal das Motorradstück näher ran, würde ich sagen. Scheint ja, wir können ja hier, glaube ich, ein bisschen Krach machen, so wie es aussieht. Fahren wir erstmal vor. Gucken wir jetzt noch in das kleine Geschäft rein. Da gucken wir noch in die Garagen rein, beim Polizeirevier. Und dann fahren wir erstmal weiter. Ist ja doch ein Stück weiter. Als nächstes kam dann erstmal ein kleines Dorf wieder. Und da war, glaube ich, auch die erste kleine Autowerkstatt.
Da haben wir auf jeden Fall auch viele von diesen Regalen, viele von diesen Schrotthaufen. Da stehen ja auch eigentlich immer viele von diesen Mülltonnen rum. Ja. Ja, wie gesagt, hier gucken wir dann auf dem Rückweg nochmal durch. Genau, hier war noch das Geschäft und dahinter gleich die Polizeistation mit den Garagen. Hier müssen wir auf jeden Fall reingucken. Und hier das Wohnhaus hier. Oh Mann. Das war aber kein Zombie jetzt gerade. Das war eher ein Wildschwein. Hier gibt es Wildschweinbraten. So, ja, du bist ein Zombie. Aber das andere, was da eben gerade extrem geschrien hat. War ein armes Wildschwein. Zombie scheint schon wieder ein Wildschwein zu hetzen. Vielleicht haben wir hier oben noch eine Horde. Wäre nicht so gut. Zombie stapft erstmal durch den Schnee ums Haus. So. Mülltüten. Ja, wir kommen gleich raus. Mach nicht so einen Krach. Vitaminpillen können wir brauchen. Karottensaft. So viel zur Loot-Disziplin. Aber wie gesagt, so kleine Vorräte nehmen wir natürlich immer mit. Und Medikamente und sowas. Rucksack. Naja, so ein einfacher kleiner Rucksack. Den nicht. So. Nochmal hier ganz kurz auch durchs Inventar gucken. Ist irgendwo auf dem Boden was liegt? Nee. Alles klar. Ja, Moment. Wir sind gleich da. Hoffe, du bist alleine unterwegs. Hopp. Zack. Hat gereicht. So. Guck ich, dass hier wirklich noch eine Zombie-Horde reingestürmt kommt. Alles klar. Geschäft. So, und hier die Regale auch wirklich so angucken. Ich bin der Meinung, unsere allererste Christbaumkugel lag nämlich auch wirklich im Regal irgendwie. Nochmal eine Weihnachtshose. Leider nichts. Vielleicht hier im Safe. Ja, ich bin schon mal. Wie, da haben wir da schon. Achso, habe ich vorhin schon gerade reingeguckt. Ich bin schon überhaupt schon mal, das war überhaupt eine. Das ist schon ein gutes Zeichen. Letzte Folge hatte ich fast ein bisschen die Hoffnung verloren, dass es irgendwie, dass wir gerade nichts finden hier. Dass es irgendwie genauso ist wie vorher noch. Aber nee. Da ist die erste. Im Müll. Wir verlieren die Sachen im Einspielermodus nicht so schnell an Haltbarkeit. Jetzt würde ich mir noch Sorgen machen, dass die nachher noch kaputt geht. Bei 34% Haltbarkeit. Oh, komm schon. Weil wir brauchen noch kleine Schachteln, die müssen wir auch noch finden. Keine Ahnung, wo da eine gute Chance für ist. Schade, die Regale sind alle leer. Auch nix. Da mal reingucken, ne? Ja. So, Boden haben wir auch ganz sicher abgeguckt. Hier auch die Regale. Okay. Schade, aber egal, wir haben eine. Wir haben schon mal, wir haben. Kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon hin. Ich will wirklich, ich will so ungern irgendwie, dass wir uns die reinmogeln müssen. Oh, yep. So, hier liegt nichts im Regal. Zack. Ja, dann komm mal rum. Oh, gleich ein Gepanzerter. Weg mit dir. Komm schon, die nächste. Oh. Ja, Moment. Bin schon da. Komm du auch noch rum. Aber oben am Polizeirevier bin ich auch noch im Müllcontainer, doch, ne? Na, guck mal, wir brauchen Müllcontainer. So, hier den Schrank auf jeden Fall auch leer machen. Muss überall neues Loot spawnen können. Da ist nichts. Die Regale sind leer. Ist hier noch eine von diesen kleinen Pappschachteln, die wir die suchen können? Ne, da haben wir reingeguckt. Okay, zweite Garage. Und locken wir schon die nächsten runter gleich noch hier. Zeig her. Ich glaube, wir brauchen noch Gummiband für unsere Gummiband. Ratatat. Noch welches? Ich habe auch gar nicht richtig geguckt zu Hause, ob wir nicht noch einen Handbohrer haben, so einen Akkuschrauber, ob wir noch einen haben. Habe ich gar nicht so genau geguckt in unseren Werkzeugschränken zu Hause in der Basis. Vielleicht haben wir sogar noch einen und ich habe den übersehen. Beziehungsweise, wie gesagt, ich habe gar nicht so genau geguckt beim nach Hause kommen. Ich habe auch gar nicht so viel ausgeräumt vom Pickup, von der Kiste. Wir sind erstmal nur angekommen, haben es gemütlich gemacht am Feuer und dann sind wir auch schon losgezogen auf der Suche nach Deko. Wie viele Schlösser?
Aber wir haben ja auch nicht mehr wirklich nicht mehr so viel Zeit. Wir müssen die Basis heute noch anfangen zu dekorieren, spätestens morgen dann. So, okay, gucken wir mal hier oben. Da sind noch Baracken da hinten. Und noch Garagen hier oben. Ja, komm mal her. Stand am Polizeirevier nicht immer auch. Na, hier vorne. Kann man da auch reingucken eigentlich in diesen Müllcontainer? Ja, kann man auch. Wie gut. Ich dachte am Polizeirevier, an allen Polizeirevieren war ich der Meinung, standen da auch immer noch so ein paar von den Containern rum. Und hier drin. Nee, da macht nur ein Nickerchen. Okay, lassen wir die Polizeistation innen drin erstmal raus. Wir kommen ja auch noch rückweg vorbei. Da ist noch ein kleiner Supermarkt. Hier hinten. Den hatte ich fast vergessen. Oh, wie gut. Garagenbaracke, kleiner Supermarkt. Dann geht's weiter. Oh ja, mit der gelben. Hat auch schon noch größere Chancen, ne? Gelbe Müllcontainer. Die hatten sie auch in den, wo ich in den Foren schon mal mich schlau gemacht hatte, waren auch die. Und halt auch die Pappkartons hier. Ach, schade. Da kann man auch noch reingucken. Komm schon. So, noch gucken, dass wir hier auch aus dem Regal rausschmeißen. Weil genau einfach so im Regal kann wunderbar eine Christbaumkugel liegen. Oder so ein kleiner Pappkarton stehen. Ah, schade. Schade, schade, schade. Okay. Gut, haben wir das? Dann noch den kleinen Supermarkt auf jeden Fall. Den Rest machen wir noch auf dem Rückweg. Dass wir erstmal wirklich auch noch zu ein paar neuen Spots fahren. Hier ist doch ein Müllcontainer. Hinterm Polizeirevier. Umgekippt, aber es ist einer. Ah, kann man auf jeden Fall nicht suchen, aber... Noch eine tatsächlich. Noch mehr an. Ich hoffe, man kann die irgendwie. Wie soll man die reparieren können, ne? Okay, die kann man höchstens vielleicht sauber machen nochmal. Das wäre noch cool, wenn man die ein Stück Seife wieder, weil die glänzen sonst gar nicht so richtig. Obwohl, ich glaube, wenn man den Baum baut, ist das egal. Wenn man den erstmal fertig gebaut hat, dann hat man ja wieder einen 100% fertigen Weihnachtsbaum, an dem alles schick ist. Ein bisschen Milch. Milch nehmen wir immer mit. Wie cool, noch eine im... Die Müllcontainer kommen so weit oben auf die Liste jetzt und Müllhaufen hier. Leute schmeißen ihre Weihnachtsdeko alles weg hier. Da liegt doch, lag doch einer rum, oder nicht? Ach nee, da standen ein paar Schuhe. Da lag einer hinter der Kasse. Super! Zweite Kugel. Es läuft. Weil wir wirklich auch geschrieben, teilweise, dass ihr auch auf einer Runde irgendwo manchmal vier Kugeln schon gefunden habt. Deswegen. Sehr gut. Da haben wir ja eben jetzt reingeguckt, ne? Natürlich. Okay. Okay, okay, okay. Alles dazu zum Motorrad, weiter geht's. Deswegen auch die gelben Müllcontainer in den Garagen so weit oben. Huh. Kommst du jetzt auf einmal noch her? Drüben steht noch einer. Dann komm mal rum. Hüp. Hüp. Ja, na. Na, na. Weihnachtsmann hat hier eigentlich Immunität. Dürft er gar nicht angreifen. Ich find's so gut, Leute. Wir haben zwei Kugeln jetzt schon gefunden. So, auf geht's. Wir haben ein Stück Weg vor uns. So. Aber langsam. Wenn wir hier nochmal einen Müllcontainer sehen. Oh, nee, Moment. Können nicht langsam. Eine Garage. Naja, wir kommen ja, jetzt ist das Dorf direkt vor unserer Nase. So, alles klar, Vorsicht. Der Weihnachtsmann muss hier mal durch. Wichtige Mission. Dass die Bescherung noch ausfällt dieses Jahr hier. Das macht einfach wieder Spaß, mit dem Motorrad unterwegs zu sein. Und wie gerade mit dem Weihnachtsmann-Outfit. Vor allem gut, dass man beim Fahren über den Motorrad, dass man den Rucksack nicht sieht. Irgendwie finde ich schon ganz gut.
passt besser, sieht man, wie so unsere schöne rote Jacke hier mal. So, einfach weiter geradeaus. Müssen wir ja hier, ne? Und dann kam irgendwo an der Kreuzung dann das nächste kleine Dorf. Und ich meine, da war auch eine Autowerkstatt oben. Das war ja das mit der Werkstatt. Und dieser Halle und so. Und noch ein Stück weiter raus kommen ja dann auch die... noch die interessanteren Spots. Wo ich weiß nicht, ob wir so eine große Tour jetzt fahren können. Gucken erstmal. Und hier halten wir auf jeden Fall auch an. Wir halten einfach überall an. Gucken hier auf jeden Fall auch durch. Durch alle Kisten, alles was es hier gibt. Vor allem gab es ja, hier war doch auch so ein kleiner Müllhaufen schon wieder. Die guten Müllhaufen, die sind's. Auch cool. Kann man sich ordentlich Feuerholz mitnehmen. So, hier sind eigentlich immer nur Federn drin. Die lassen wir jetzt auch drin. Nehmen wir nicht mit. Wir haben zu Hause tatsächlich noch genug. Ich dachte, wir haben keine mehr. Wir haben auch richtig viele in der Schneebiom-Basis. Noch ein Müllhaufen. Naja, eine Mundharmonika. Hier mal rein. Da ist nichts drin. So. Da haben wir reingeguckt. Hier können wir nicht reingucken. Da haben wir reingeguckt. Da oben... sind nur zweimal Heu auf. Nee. Überhaupt nicht. Das liegt hier rum. Okay, nur Klamotten. Und da... ein Feuerwerk. Gummiband nehmen wir auch nochmal mit. Ich weiß nicht, wie viel brauche ich. Wir brauchen nämlich auch für das Magazin, brauchen, glaube ich, auch welche. Sehr cool. Sehr gut. Okay, und da haben wir noch was. Was ein Zombie gerade rumgeröchelt hat. Nichts. Okay, da kann man nicht reingucken in die Fässer. Statt hier auch noch irgendwo im Müllcontainer rumzufällig oder im Müllhaufen? Nee, schade. Okay, wir gucken trotzdem einmal rein, aber ich glaube, da sind wirklich weiterhin nur Federn drin. Ja. Und Federn, die lassen wir da auch drin. So, und hier oben ist hier noch drauf. Nummer zwei, nee, eine Holzkiste, okay. Alles klar, sonst liegt hier nichts. Die Spitzhacke. Okay, weiter geht's. Ja, das läuft schon. Das läuft schon. Mit dem Weihnachtsmann-Anzug. Und. So, jetzt als nächstes irgendwie. An der müssen wir weiter, also nicht nach unten, nicht in die Safe Zone, wir müssen weiter geradeaus. Wir müssen also oben links jetzt dann. Hier an der Gabelung gleich irgendwie. Was ist das für ein kleines Hexenhäuschen da? Da haben wir schon mal angehalten, habe ich mich schon mal drüber gewundert, ne? Aber da kommt man, glaube ich, auch irgendwas durchsuchen. Moment. Müssen wir auch anhalten. Was ist das Haus vom Nikolaus? Das wird sein. Guck mal rein. Guten Arbeitskollegen. Na, was gibt's hier so Feines? Das ist das Haus vom Nikolaus. Gibt es jede Menge Obst und Sonnenblumenkerne? Tatsächlich? Was haben wir noch? Eine Feder und. Naja. Dachboden haben wir aber auch. Ist auch was drauf. Können wir hier vielleicht raufkraxeln? Können wir? Oh, Moment. Können wir nicht? Können wir? Ach, schade, aber nichts mehr versteckt hier oben. Na gut. Und. Tür zu. Tür auf. Raus. Das kleine Haus vom Nikolaus. Steht hier einfach mal so rum. Auf geht's. Weiter. Ah, ich finde es so cool, dass wir zwei Kugeln schon gefunden haben jetzt. Plus zwei Geschenkpapier, plus so ein Futterstand für Wild. Ne, da wollen wir nicht gucken. Plus Geschenkpapier, plus eine Schachtel schon mal. Und trotzdem wird die Zeit knapp. Ich muss dann auch versuchen, so doch alte Offscreen auch noch versuchen, dann ein bisschen was zu machen, denke ich. Frachtabwurf. Ah, den müssen wir jetzt ignorieren, würde ich sagen. Diesen Mal müssen wir mal... ja, den lassen wir jetzt mal. Wir müssen aber ein Stück fahren. Huch, was liegt da? War die Straße letztes Mal auch schon blockiert? Jetzt bin ich hier... nee, wir sind hier mit dem Auto schon mal lang gefahren. Ich glaube, wir sind beim Update ein paar Steine und ein paar Bäume nicht ganz richtig gesetzt worden, würde ich mal, weil die Straße war doch hier nicht... nee, wir sind doch hier schon mal gefahren mit dem Auto. Ja, genau, hier war das nächste kleine Dorf. Oder war das, das war sogar das mit der Autowerkstatt auch schon. Das war das.
Und mit der Halle hier unten, da sind auch immer viele Müllcontainer. Oh, Moment. Ich glaube, wir können hier nicht reinfahren. Wir haben erstmal Zombies hier. Komm mal her, Flitzebacke. Yep. Da schreien auf jeden Fall noch ein paar mehr rum. Die Straße war doch hier auf jeden Fall nicht so mit Steinen und Bäumen. Jetzt bist du doch hier mit dem Auto reingefahren bis nach oben. Na klar. Okay, ich glaube, wir machen auch wieder ein bisschen hier. Ja, genau. Das dürfte eigentlich gar nicht überleben. Ja, doch, gerade so. Reicht aber auch ein Pfeil. Unseren guten Carbonpfeil, die müssen wir natürlich alle mitnehmen. So, da schlurft noch einer die Treppe hoch, ganz gemütlich. Bleib mal hier. Wupp, erwischt. Und wie wir die runterrollt noch. So. Da oben ist auf jeden Fall noch welche, so wie es anhört. Und da unten auch. Psst, nicht so laut. Oh. Ich kann nicht so weit nach unten anlegen. Roms. Okay, die haben wir. Erstmal die Pfeile wiederholen. Ah, schade, gibt da nicht so her. Jeder hat nur einen gebraucht. Gib her. Können die Zombies eigentlich Weihnachtskugeln in der Tasche haben? So abgenudelt, aber die sind wahrscheinlich dann richtig, richtig kaputt. Aber es wäre natürlich auch was. Eine Kerze haben wir auch gefunden. Sehr gut, was ist das denn hier? Bini-Mütze. Okay. So, erstmal hier unten in die große Halle, würde ich sagen. Ah, hier müssen doch auch... Und Baracken sind hier auch noch. Hier müssen doch auch, stehen doch auch eigentlich immer Müllcontainer rum. Oder da drin in der Halle auf jeden Fall auch wieder Müllhaufen. Ich stehe jetzt wirklich ganz oben auf der Liste. Und wir haben jetzt beide Kugeln da drin gefunden. Wo ist denn Nummer 2? Ach, da. Wo ist denn Nummer 2 umgekippt? Hier. Gib her. Haut rein. Ein Treffer am Körper reicht. Muss kein Kopf, das ist auf die Entfernung. Richtig, richtig gut. So, hier liegt keiner drin. Erstmal Tür zu. Da draußen schlurft aber noch einer rum. So, hier ist nix. Das wäre so cool, wenn wir jetzt gleich noch eine finden könnten hier. Auf die Tische mal abgucken, weil da können ja auch Sachen drauf liegen. Und Thermometer haben wir gefunden, das finde ich, also wir haben ja schon wieder super Schätze gefunden. Thermometer, eine Kerze, zwei Christbaumkugeln. Hast nix. Nix. So. Gucken wir mal hier unten. Autowrack, Müllcontainer. Gib uns mal unseren schönen Pfeil wieder. Den brauchen wir nur für den da vorne. Zack. So, komm her. Schade. Metallschrott. Müllcontainer. Metallschrott. Schade. Autowrack. Aber wir finden auf jeden Fall genug. Noch. Kriegen wir schon irgendwie hin. Wir kriegen das schon hin. Oh, den Fall hätten wir auch schon so nehmen können. Aber dem kleinen Schuppen hier unten drin, den, ne? Ist das da oben sogar ein Geschäft? Ja. Sieht so aus, als wenn da verdeckt dran wäre. Ist auch. Hallo? Fliegt nichts rum. Oh. Der ist ein bisschen nah dran. Au! Hörst du auf, den Weihnachtsmann zu hauen? Au, hat der Schaden gleich 14% Schaden. Wir waren doch vorher nicht verletzt, ne? Nee. Autsch. C1. Überstehen wir so. Alles klar. Dann ab nach oben. Ich glaube, wir können vielleicht ein bisschen näher ranfahren, riskieren. Ah, den holen wir auch noch mit dem Schwert. Dann gehen wir erstmal nach... Oder dann fahren wir weiter rum hier.
Ja, komm her. Chop, chop. Aber die Straße war auf jeden Fall hier vorne. Ich bin mit dem Auto hier bis nach oben hochgefahren. Ganz sicher mit dem Pickup. Sind wir bis nach hier. Und auch vorher schon sind wir bis nach oben hochgefahren. Auf einmal ist hier alles voll. Die ganze Straße ist zu. Ich fahre mit dem Auto gar nicht mehr durch. Wir bluten ganz schön. Vielleicht sollten wir uns doch irgendwie... Was müsste eigentlich auch gleich schon wieder aufhören. Ja, ist schon gleich vorbei. So, rauf aufs Motorrad. Ab nach oben. Und hier hat man doch auch... Oh, hier unten war ein Fahrzeugspawn, ne? Dann hätten wir schon gesehen, hier an dem großen Gebäude hier unten. Ja. Oh, Mist. Wollen wir nur ein Stück weiterfahren. Ja, so. Jetzt aber. Ah, ich freue mich trotzdem so riesig, Leute. Das ist so gut. Ich werde offscreen auch dann wirklich Müllcontainer abgrasen. Dann finde ich vielleicht auch ein paar Christbaumkugeln eben dann doch eben auch alleine. Einen habe ich ja eh schon alleine gefunden. Dann ist, denke, das ist nicht so schlimm. Hauptsache können wir am Ende dann vernünftig dekorieren. Hopp. So, du kommst auch auf jeden Fall hier durchsucht, Schrottauto. Schade. Und da gibt es ja echt hier noch Geschäfte in dem kleinen Dorf hier. Die paar Häusern. So. Spannung steigt wieder. Wo die Spannung steigt eigentlich jetzt am meisten doch bei Müllcontainern. Und bei Müllhaufen. So ist das in der Apokalypse. Wie gesagt, ich habe meine Christbaumkugel, die andere in der Garage gefunden. Nicht im Müllhaufen, die ich gefunden habe. Ja, komm, Munition, kommt mal mit. Nichts. Ganz sicher auch nochmal gucken. Nee, da ist nichts. Okay. Ab nach oben. Oh. Da liegt noch einer. Wir suchen die Weihnachtsdeko. Wo finden wir die? Gang 4. Dankeschön. Gucken wir gleich. Oh, nee. Liegt ja noch einer rum in Gang 4. So, jetzt aber. Schade. Nee, nichts auf dem Boden. Nichts in den Regalen. Trotzdem nochmal ganz genau auch so gucken. Hier natürlich reingucken. Nee. Und die Zombies hier einmal durch und die beiden, die hier drin liegen. Vielleicht haben die ihn aus dem Regal geklaut. Weil er schön geglänzt hat. Nee, der nicht. Und du vielleicht. Schade, nee, auch nicht. Na, ich glaube, Zombies können das auch nicht dabei haben. So. Schade. Okay, im Geschäft haben wir jetzt noch gar keinen. Also doch mit dem Geschenkpapier. Schön, Geschenkpapier haben wir da gefunden. Aber Christbaumkugel noch gar nicht. So, na, auch jemand zu Hause hier? Nee. Hier gucken, durch die Regale gucken. Fliegt nichts rum. Auch nichts drin. So, das ist auch alles leer. Da liegt nichts rum. Nee. Liegt hier zum Glück auch kein Zombie rum. Ist auch. Moment, hier ins Fass gucken wir auch rein. Da gucken wir auch rein. Okay, schade. Hätte ja sein können. Dann hier. Okay, Munition. Nehmen wir mal mit. Wofür immer nur Pfeil und Bogen trotzdem. Aber, ne? Wir haben ja trotzdem unseren kleinen Waffenschrank. Und wer weiß, was wir für ein Geschenk bekommen. Wenn wir unsere Basis richtig schön schaffen zu dekorieren. So, was haben wir hier? Nüscht. Und auch nichts. Dafür haben wir, glaube ich, eine Zombie-Heu, die sich da von oben weiter ranschleicht hier. Okay, dann noch und dann fahren wir noch nach ganz oben. Da kann man dann das, da war dann das Werkstattgebäude noch. Da steht aber auch auf jeden Fall eigentlich immer ein paar von diesen Müllhaufen. Was haben wir hier noch? Ein Fleischsnack. Nehmen wir mit.
63% müsste noch in Ordnung sein. Noch ein Fleischsnack, noch ein bisschen besser in Ordnung. Nehmen wir auch mit. Sonst nichts. Nichts, fliegt auch nichts am Schränk rum. Müllhaufen! So eine Bleiplatte, ne? Ja, schade. Okay. Oh, sag doch was. Dass du hier ein Nickerchen machst. Rob, ist einfach zu viel. Können wir gar nicht reingucken in den Schrank. Okay, hier rum. Müllcontainer da im Haus, ich wusste es. Ach, schade. Hier auch noch einer. Nee. Ging's hier? Doch, ich wollte sagen, ging's hier weiter nach oben? Doch, hier ging's weiter nach oben. Das war hier. Bisschen. Ach, schade, kein Müllhaufen im Badezimmer hier. Ist auch nichts, auch nichts. Regale sind leer, auf dem Tisch liegt nichts. Da haben wir, da haben wir, da haben wir. Da haben wir nicht. Ist aber auch nichts drin. So, dann haben wir hier noch irgendwo Müllcontainer. Nee. Okay, danach ganz oben. Da war noch ein Werkstattgebäude, das war hier. Da müssten auf jeden Fall auch ein paar Müllcontainer sein. Oh, hier haben wir noch eine Mülltonne übersehen. Und Mülltüten. Zählt wieder als eins. Und die können wir nicht einzeln durchsuchen. Da steht nichts mehr. Wir können auf die Müllcontainer jetzt stürzen. Aber egal, da haben wir jetzt auch wirklich alles gefunden. Und die haben auch geschrieben, wir haben mehrere CRISPR-Puren auch in den Müllcontainern gefunden. Deswegen müssen wir hier oben auf jeden Fall jetzt auch noch gucken. Die Straße war auf jeden Fall nicht so zu. Wir sind hier auf jeden Fall mit dem Auto bis zur Werkstatt hochgefahren. Schlurfen auf jeden Fall auch wieder ein paar Zombies rum. Irgendwie sind hier viel weniger Müllcontainer als ja, aber wie ist nochmal ein Schrottauto? So, komm mal her. Da oben haben wir irgendwie eine Zombie-Horde auf dem Hügel. So wie sich's anhört. Ja, super. Kommt schon die ersten. Jetzt nicht so viel rumbrüllen. Schnell hier. Ah, 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 ah. Nee, nee. Au. Ah, doch, wieder noch ein. Einmal erwischt worden. Wie viele sind denn da noch unterwegs? Autsch. Erstmal gucken, wie es uns erwischt hat. C1 wieder. Haben wir noch ein bisschen... Ein einfaches Pflaster. Hier kommen wir. Weihnachtsmann muss ich doch mal verarzten. 76%. Ich sehe aber erstmal keinen mehr da oben. Aber man hört irgendwo hinter der Werkstatt, hört man noch einen schreien. Autsch, 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 autsch. Das kann natürlich echt gefährlich werden. Ein bisschen im Auge behalten. Ich höre noch welche hinter uns irgendwie. Da oben sehe ich jetzt keinen mehr. Da hinten ist noch irgendwo was. Da schlurft noch einer. Da ist ein Müllcontainer. Da sind zwei Müllcontainer. Müllcontainer. Da ist unsere Werkstatt und Schrottauto noch. Also jetzt kurz gucken, wie viele noch rumschleichen. Irgendwo höre ich auf jeden Fall noch einen. Da steht ja ein Motorrad! Da steht ja ein... Da... Weihnachten! Wir sind da, ein Tag. Wie, guckt euch das mal an. Sieht das Ding einfach mal cool aus. Da steht ja hier... Oder stimmt, hier stand das eine Mal letztes Mal ein Cross-Motorrad noch, als wir das eine Mal hier waren, ne? Genau an der... Stimmt, hier war ein Motorrad-Spawn. Oh, wie gut. Wie gut. Sag mir, wie geht's dir so? Batterie ist ja voll fast. Aber der Rest ist Schrott. Wie gut. Aber wir können es eigentlich... Wir brauchen Benzinkanister. Dann nehmen wir den Zapfen, den Treibstoff aus unserer Crossmaschine ab und fahren auf jeden Fall mit dem weiter. Und wir müssen erstmal zurückfahren. Wir brauchen auf jeden Fall ein Repair-Kit.
Vielleicht finden wir hier auch, vielleicht finden wir hier auch ein Repair-Kit. Wie cool, bei Batterie ist beim Motorrad eh egal, ob die voll oder leer ist. Das macht keinen Unterschied. Entscheidend ist, ob wie der Zustand ist. Das ist schon schrottreif. Aber die sind ja immer schrottreif. Der Rest ist ein bisschen zufällig. Ist sowieso, aber die sind eigentlich immer schrottreif. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber ein gutes habe ich noch nie gefunden. Oder eins mit viel Treibstoff oder so. Und eigentlich auch immer die Batterien sind eigentlich auch immer leer. Und beim Motorrad ist es wahrscheinlich, weil es keinen Unterschied macht, ist es egal. Aber bei den Autos sind die Batterien eigentlich auch so gut wie immer fast leer. Hier steht hier ein Motorrad rum, Leute. So gut. Aber es ist, wir müssen das irgendwie auf jeden Fall reparieren, weil sonst geht es uns noch kaputt. Nochmal ganz kurz gucken. Wie viel Prozent sind denn das? Das zeigt einem, wenn man ab daneben steht, ne? 44%. Das kann schon, wir wissen ja, ein Unfall kann schon schnell. Das macht schon viel Schaden, wenn man Pech hat. Aber egal, wir zapfen auf jeden Fall, dann wird ausgetauscht. Wir zapfen auf jeden Fall von dem hier den Treibstoff ab und füllen das auf. Wenn wir Benzin haben, wir müssen Benzinkanister hier finden. Wir haben ja die Autowerkstatt hier. Oh, wie cool. Okay, jetzt gucken wir erstmal hier durch die Müllcontainer. Holen uns unseren Pfeil wieder. Ne, gib mal den Pfeil wieder her. Guck, dass hier jetzt nicht der Zombie-Horde wirklich über den Berg stolpert. Irgendwo ist auf jeden Fall noch einer unterwegs. Hinter der Werkstatt. Oh, komm schon, jetzt hier noch eine Christbaumkugel irgendwo. Ist das super, Leute. Siegt am Weihnachtsmann. Was haben wir da? Ah, nee, ist, ich habe nur was Grünes schimmern sehen, kurz aus dem Augenwinkel. Nee, die brauchen wir jetzt nicht mehr. So eine Anglerrolle haben wir genug. Radius haben wir 2. Brauchen wir auch nicht mehr. Was für eine super Folge. Die letzte auch schon mit dem Köcher. Wie gut. Wie super gut. Wie cool, wie cool, wie cool. Wir müssen auf jeden Fall ihn reparieren. Dann müssen wir einmal ganz kurz ein Stück fahren. Wir müssen uns auch ein bisschen beeilen, bis wir schon zum Ende der Folge kommen. Sonst kommt eh schon dann wieder. Wahrscheinlich, weil ein bisschen länger ist jetzt auch schon und ich mit der Aufnahme etwas später. Da ist ein Repair-Kit und ein Benzinkanister. Weihnachten ist wirklich da. Okay, Moment, wir müssen das. Also, ne, so gut wie. Tipp, jetzt kommen wir hier rum. Schnell. Das hört sich nach mehr als einem an schon wieder. Jetzt rennt der so rum. So. Da bist du. Komm her. Wir müssen einen Cruiser reparieren. Und dann ist hier ein bisschen Cruising Home for Christmas. Ein bisschen den Liedtext abwandeln. Und dann passt das. Wie gut. Wie gut, wie gut, wie gut. Noch einen normalen Werkzeugkasten nehmen wir natürlich auch dann mal mit hier. Sonst müssen wir jetzt schön aufpassen, dass wir nicht zu viele Taschen voll machen, weil wahrscheinlich finden wir hier noch ein paar mehr Werkzeugkisten, Repair-Kits. Das brauchen wir nicht unbedingt. Raus mit dir. Das ist ja gleich alles, was wir brauchen. Benzinkanister und Repair-Kit. Können es voll auftanken, können es voll reparieren. Und haben ein voll aufgetanktes, voll repariertes von den neuen Motorrädern. Dann müssen wir unser Cross-Motorrad erstmal hier lassen und austauschen. Ja, davon haben wir ja noch eins. So. Alles klar. Du kommst in die Hand. Komm mit. Ist das super. So, Treibstoff abzapfen. Ruhig alles abzapfen. Und auffüllen. Ist das cool. Ich weiß gar nicht, ob es das auch in mehreren Farben gibt, aber wenn, dann haben wir auf jeden Fall, wenn es in mehreren Farben gibt, haben wir auf jeden Fall jetzt auch schon mal eine richtig coole Farbe abbekommen. Okay, mehr haben wir nicht. Wir haben alles abgezapft und alles eingefüllt. Dann kannst du hier bleiben, Benzinkanister. Oder Moment, hat das Motorrad vielleicht. Das ist ja so cool. Das hat sogar einen kleinen, wie das Hellriders Bike. Oh, ich glaube, wir müssen das ganze Repair verbrauchen wir sowieso jetzt hier. Dann ist wahrscheinlich nicht mal komplett repariert. Nee. Aber schon ziemlich gut. Qualm zumindest schon mal nicht mehr. Doch! Hat echt viel repariert. Ist das gut. Okay, wir müssen trotzdem erstmal, glaube ich, dann jetzt einmal. Wie cool. Und wie das auch zu unserem Weihnachtsmann. Oh, Moment.
Abgewürgt. Schon wieder abgewürgt. Wo ich sage, können wir die bitte einfach mal laufen lassen und knattern lassen? Wow, was für ein Sound! Wie cool, wenn wir mal ein Foto machen jetzt hier. Foto. Ist das cool, Leute. Auch die vorne hier, das... Bisschen das Bike aus Terminator 2. Ja, so ein bisschen erinnert mich daran. Aber sieht sogar, dass wir Taschen dran haben hier. Wow. Ist das cool. Oh Mann, Leute, wie super. Jetzt müssen wir nur noch mehr Weihnachtsdeko finden. Ist da, wie die abknattert. Ich traue mich gar nicht richtig Vollgas zu geben irgendwie gerade. Die ist ja wohl nur cool. Okay, jetzt müssen wir mal... Oh, Moment, müssen wir mal absteigen. Und dann kommen wir schnell. So. Da ist noch irgendwo einer. Egal, wir müssen jetzt langsam zum Ende dieser Folge kommen, ihr Lieben. Die kommt dann wahrscheinlich auch schon wieder heute ein bisschen verspätet, so wie die letzte Zeit eigentlich fast immer, muss ich ja leider sagen. Aber meistens ja nicht allzu viel verspätet, eine halbe Stunde, ein Stündchen oder sowas. Also dann vielleicht statt 16 Uhr, 17 Uhr. Ich hoffe, dass es nicht allzu schlimm ist. Ja, war jetzt sehr, sehr erfolgreich unsere Tour. Zwei Christbaumkugeln gefunden, nochmal Deko gefunden, eine Kerze gefunden, ordentliche von Gummibändern, die wir für unsere Armbrust noch brauchen. Und das Motorrad. Richtig, richtig gut. Ja, ich werde auf jeden Fall offscreen auch natürlich noch ein bisschen suchen, jetzt, weil wir brauchen auf jeden Fall viel, viel mehr Kugeln noch. Das vielleicht nochmal, dass ich dann vielleicht schon mal ein Stück hier oben rumfahre, hier nochmal ein bisschen gucke und dann wieder zurück durch die anderen Dörfer auch noch ein bisschen hier oben. Hier unten hatten wir auch noch ein bisschen was und hier drüben, dass ich da gucke, dass wir irgendwie dann, dass wir in der nächsten Folge selber noch ein bisschen zusammen gucken. Irgendwie, dann müssen wir anfangen, wirklich langsam auch unsere Basis dann zu dekorieren, weil die muss ja zu morgen, muss ja alles fertig sein. Da muss ja dann die Basis, da muss die Deko dann stehen. Okay, wie immer sage ich vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Kommentar, einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr in Zukunft gerne mehr sehen wollt, lasst ein Abo, da würde ich mich immer am meisten freuen. Sonst bleibt mir nur zu sagen, wie immer, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge. Und ein frohes Fest wünsche ich euch schon mal allen, ihr Lieben. Ja, macht's gut, bis zur nächsten Folge.